Ah, da vorne ist schon die Polizei mit Blaulicht. Neuer Siebener oder was? Weil ich gönne. Guten Morgen YouTube. Was geht? Heute starten wir mal mitten in der Stadt einfach durch. Einfach weil ich ein bisschen Bock hatte, allein bis in die Stadt mal zu fahren. Ohne irgendwie die Kamera laufen zu haben und ohne 15 Minuten meines Akkus zu verlieren, weil nichts passiert. Seht ihr den da vorne? Ein pinker Porsche und direkt davor ein Rolls Royce. Ja, ist halt der bayerische Hof. Wir haben heute wieder absolut gar nichts vor, deswegen fahren wir einfach ein bisschen. Ich fahre auch heute das erste Mal nicht mit einer Jacke, sondern einfach mit einem Hoodie. Es fühlt sich unglaublich frei an. Es ist so unnormal angenehm, so zu fahren. Der Wind, die Kleidung, wie sie rumflattert, einfach geil. Natürlich gefährlich sein Urgroßvater, aber es fühlt sich einfach baba gut an, Mann. Ja, GLE, du kannst fünfmal gefühlt schon vorbei. Keine Ahnung, was der GLE da hinten probiert, aber viel Spaß beim Warten, Kollege. Ah, da vorne ist schon die Polizei mit Blaulicht. Warum wartet ihr jetzt alle? Digga, wird das vorne noch irgendwas oder... Ja, komm, VW, komm. Wir passen zu fünft in diese Reihe rein, Mann. Oder auf deiner Straßenseite bleiben. Oh, Digga, Mann. Was ist denn so schwer, Auto zu fahren, Mann? Bruder, du bist komplett lost. Digga. Dieser Aufzugdiensttyp war übrigens am Handy und ich glaube, der wird jetzt auch rausgezogen. Digga, also, dass du so abgelenkt bist, dass du ein fucking Blaulicht nicht bemerkst und dem dann auch noch fast reinfährst, obwohl er Blaulicht anhat und nach rechts rein will, dann musst du auch komplett lost sein, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt hier links fahre, wo komme ich denn dann raus? Bei Olympia, glaube ich. Wir fahren ausnahmsweise mal auf den Ring drauf. Also das mache ich eigentlich gar nicht gerne in meinen Videos, weil der Ring halt echt langweilig ist. Bruder, die gönnt sich ja richtig. Aha, das habe ich gesehen. Sieht ihr diese Krümel auf dem Boden? Den hat die Dame da hingeschmissen und das habe ich ganz klar gesehen. Das ist Umweltverschmutzung. Von hier sieht der Olympiaturm halt echt nicht hoch aus, aber wenn du da oben drauf bist, schau Leben, Digga. Und da vorne ist Mercedes. Ich glaube, das Gebäude haben wir aber schon einmal gesehen. Aber trotzdem ist vorne Mercedes. Ich sehe den Stern. Auf dem Video wird man den safe nicht sehen können. Was macht denn der Twingo da? Oder hier ist 50. Hallo. Also ich gebe halbe Stunde davor schon Blinker. Bruder, so funktioniert das nicht mit dem Blinker. Das ist ihm schon klar, oder? Warum bleibt ihr jetzt stehen? Ihr seid doch alle so gelähmt im Kopf, Mann. Nee, komm, lass einfach, Digga. Ich lass es einfach. Ich darf mich nicht so viel aufregen. Das ist schlecht für mein Herz. Ja, Bruder, wenn du nicht vorfahren willst, dann fahr ich vor, gell? Neuer Siebener oder was? Bruder, also ich fahre komplett falsche Straßenseite. Das war wichtig. Das war ganz, ganz wichtig, was du da gemacht hast. Und was hat es ihr jetzt gebracht? Richtig, gar nichts. Wisst ihr, warum es ihr gar nichts gebracht hat? Weil ich mich einfach da vorne eigentlich zu meinem Kollegen nach vorne chillen könnte. Aber nein, ich bleib jetzt hinten. Ich lasse ihren Sieg. Weil ich gönne. Ich gönne es ihr wirklich, dass sie heute ein Glückserlebnis hat. Das gönne ich ihr. Was sind denn das für Felgen, Digga? Das kann man so auf jeden Fall machen, aber... Digga, die sind ja ends fett, Mann. Boah, so ein Quad ist halt auch ultra fett, aber die sind so heftig teuer, Mann. Ich würde es lieben, fucking Quad zu haben, vor allem für den Winter dann. Aber die sind halt, was Kosten angeht, behindert, Mann. Kosten so viel wie ein Auto und mehr. Hinter mir bildet sich einfach komplette Fahrradflotte und rückt mir da fast schon auf den Hinterreifen drauf. Immer wenn ich so einen älteren Range Rover sehe, muss ich sofort aufs Kennzeichen schauen. Nicht, dass das Abdallah gesegnet sein seiner Augen ist. Der Junge hat mir zugewunken. Hab's gesehen. Ich hätte fast einen Unfall gebaut, weil mir ein Junge zugewunken hat. Und der hat die Blöckchen da einfach komplett alt.
Digga, was macht ihr denn? Wo wollt ihr denn alle heute hin? Oh mein Gott, da vorne ist dieser eklige Fiat 500 mit so 3,5 Rädern, würde ich sagen. Warum tut man das? Wieso? Es ist einfach falsch. Kein Auto sollte so aussehen müssen. Hier beenden wir das Video YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Yalla.